Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, Facepalm zu Sherlock Holmes Chapter 1. Wir sind im Familienhaus von den Holmes und hatten in der letzten Folge eine kleine Vision, wie wir hier angekommen sind. Die ganze Holmes-Familie und jetzt wollen wir zu unserem Zimmer. Let's do it, Sherlock. Ja, tu ich doch, Mann. Also gehen wir eine Runde. Hier hat sich irgendwo eine Tür in der letzten Folge aufgetan. Ich glaube, da oben. Das sieht merkwürdig. Hier war auf jeden Fall ein Bild. I think our family portrait used to hang here. Ja, jetzt nicht mehr. In the morning. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Important. Can feel it. Important. Gut, wir wollen erstmal durch das eine Zimmer schreiten, was sich aufgetan hat. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. Ah. Sherry, du bist also 20. Na, Bursche. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? In the morning. Warum habe ich davon Ohrwurm? Need to repeat this one day, but with bullets. Bedeutet VR. Okay. Oh, it reminds me of our neighbor. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times while living here. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Okay. Gut, Gedankenspiel können wir machen. Oh Gott, ja, haben wir. Nachher verschleierte die Wahrheit über Mutters Tod und tischte mir die Tuberkulose-Lüge auf. Es gibt zwar keine Aufzeichnung über Mutters Tod, aber ein alter Familienfreund auf Codona könnte etwas wissen. Wasn't that neighbor missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore? Theodore Gildon, perhaps? Theodore. It's the perfect time to investigate. Ja, bevor wir dies machen, möchte ich mich gerne hier nochmal umschauen. Cold dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Ich glaube, Sherry hatte damals keine Freunde. I almost miss its elegant simplicity. Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. Was haben wir denn hier? Interesting. What's that over there? Ein Schlüssel von einer Tür. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find any secrets. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. Was haben wir denn hier? So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana.
Ja. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? This time I was first to pick beds. This one's mine now. Ich guck nur, ob ich hier eine Erinnerung dann widerrufen kann. Oh, eine Eisenbahn. Wow. I can't believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours. They were half mine too. Boah, ey, Kumpel, du stresst ja voll. An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favorite plaything. It was the perfect pirate treasure. So, wir haben anscheinend alles hier. Willst du noch was sagen? This time I was first to pick beds. This one's mine now. Ja, ich hab's gefunden. In the morning. Genau hier. Ohne irgendwas, Perfect match. Ohne irgendeinen Hinweis, ne? Ja. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. Und natürlich eine Pfeife. Made of cherry wood. Father's favorite. Jetzt nicht mehr. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smelt like home. Die einst Sheriffs verstorbenen Vater Seager Holmes gehört. Wir mussten. Ja, sie nicht wusste, dass wir sie in London aus seinem Zimmer entwendet hatten. Das Holz ist alt und vom. Benutzt. Doch Sheriffs Vater ging sehr pfleglich mit ihr um. Sie riecht noch leicht nach Tabak. Shay hat die Pfeife seines Vaters an sich genommen und. Also, ich schätze. I knew you'd find it in no time. Du sagst mir jetzt was Neues? This time I was first to pick beds. Gut, er sagt mir jedenfalls nichts. Ich gewinne immer. This one's mine now. Ja. Der halt doch. Bekomme ich hier noch eine Erinnerung oder muss ich jetzt Erinnerung? Ich glaube so ein bisschen nicht, ne? Was will ich hier? Und dazu sagt er nichts. Dann lasset mich mal hier ein bisschen gucken. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait. Do we have an attic here? Ja, das ist möglich, ne?
Your time. Wir haben hier nichts mehr, ne? Oh, wir können hier raus, oder? Nope. Können wir nicht? Gut, in Häusern können wir nicht rennen. Wo ist denn jetzt diese... dieser Kunde? Griechische Brücke. Griechische Weine, schenk mir mal ein. Gut, ich glaube, ich sehe hier nichts mehr. Die Karte, die griechische Brücke. Und in seinem Hof war ein Ballon. Also bei uns hier in der Nähe. Hier vielleicht. Dann wollen wir mal hier hingehen. Das knattert hier ganz schön. Wir haben Spaß beim Schießen. In der Nähe. Hey, mit dir kann ich dann später fahren. Da, sag ich doch. Lauf, Kleine, lauf. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. Oh. 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 As if they were struck by a battering ram. I wonder how we managed not to hear any of this. Na ja, war ein bisschen weiter weg. Leute, es ist nur ein Tor. It's as if a storm went through here. Na klar. Ja, doch ein bisschen. Destruction and trampled ground. Und Pflanzen nicht vergessen. Oder irgendeiner kann kein Auto fahren. Ground. Ja, das war unser Nachbar. You were not. A missing pinky, middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. Super. Gerade den, den wir brauchen. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Der gute Mann kann jetzt 360 Grad nach hinten gucken. Der Fuß auch noch. Kneecap reduced to splinters. A belt from a dressing gown. Curious. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Was haben wir hier? An amount of attention that most can only dream of. Da werden wir garantiert jetzt erstmal nicht reinkommen.
Nichts. A strong pull broke this leash. Blut. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Ja. Ah ja, stimmt, ich muss es so machen. Vergessen. Poke the elephant with this. Really? People are hopeless. Oh, ein Elefant, danke. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Ein Elefanten hat er gepiesackt. Na super. A royal suite for a favorite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. Liegst du hier auf dem Boden? Echt, dann bleib hier liegen. Dann bleib hier liegen. Hog Heaven. Was haben wir denn hier? A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Ein Zeppelin? A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. Seen a lot of use. The blade is worn from grinding. So. Jetzt muss ich den dritten suchen. Na, hier wird's. Da. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Irgendwo hier ist etwas. Aber vielleicht. Kommen wir noch dazu. Was haben wir hier? Didn't we get a fly in it as children? I doubt it could hold my way today. Na gut, dann wollen wir mal. Rucke, 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 rucke.
Das würde ich eher vermuten. Warum ruckelt das so stark? Ja. Nein. Boah, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur gucken, ob da hinten noch was ist. Falschrum, Schatzi. Und der Elefant ist flüchtig. Wahrscheinlich hatten wir hier Elefantenspuren. Ja, guck mal, die Elefantenspuren gehen doch hier auch hin. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Was haben wir hier noch? Ja. In a fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far. I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? He was certainly under pressure. Ach, vielleicht hatten wir hier irgendwas. Hog Heaven. Ein richtig schönes Paradies. So, und was mache ich jetzt? Der goldene Käfig, tödlich verletzt. Der Elefant Goliath konnte Theodor angreifen und... Ja. Jemand wurde Zeuge des Geschehens auf. Die Person verlor ihr Messer und könnte verletzt worden sein. Ah ja. Die Mutterliebe, das dauert noch eine Weile. Ich stehe direkt über das Teil, was ich eigentlich... Aber mir wird, wie gesagt, hier absolut nichts angezeigt, ne?
get to fly in it as children. I doubt it could hold my weight today. Als ob du schwer bist. Irgendwo hier. Unter meinen Füßen. Is this familiar to you? I'll help you, sir. You have my full attention. Na, Maroliat überquerte die griechische Brücke in Richtung des Waldes. Über die griechische Brücke. Oh. 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 Entschuldigung. Ey. Weg da. Will ich jetzt echt einen Elefanten? Entschuldigung. Welch Mistgeschick. Will ich jetzt gerade echt einen Elefanten hinterherrennen? Na, das kann ja was werden. Ich glaube nicht, dass er hier... Nein, glaube ich eher weniger. Ich hoffe, ich muss jetzt keine Spuren folgen. Hätte er sein können. Achso, nicht. Ist komplett falsch. Du willst nicht gegen... Wenn der Elefant schon aggressiv ist... Das scheint mir schon ganz... Der sicher Bahn. Nein, ist er nicht. Da wird an den großen Rundell, also das, die freie Fläche. Ich glaube, da wird er stehen. Oder? Okay, das sollte garantiert für später wichtiger sein. Ist das ein Wald hier? Oh, Karte. Wo soll denn der Wald sein, ihr Dumpfnasen, ihr? Naja, bleibt eigentlich ja nur diesen großen, freien... Kann es sein, dass ich wirklich die Sicht hätte machen müssen? Ich glaube, das hätte wirklich sein können. Er rennt aber auch nicht. Renn! Cherry. Cherry, Cherry Lady. Listen to you. Where? Okay.
Sollte ich da mal rübergehen und gucken? Er will immer noch nicht rennen. Ich gehe mal rüber. Ah. The elephant barged into this cart of olive oil. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere? Ist jetzt nicht wahr? Ich bin doch hier lang gelaufen. Ich bin doch mega. Ich bin doch hier lang gelaufen. Kind, geh beiseite. Elefanten hinter. Okay, hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. Oh, you're such a killjoy. Da lang. Ich kann leider in der Sicht nicht ein bisschen schneller laufen. Wenn er jetzt am Wasser ist. Sind wir. Ja, am Wasser. Was haben wir denn hier? Strange. It was hung with care. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Ich schreibe Ihnen als ein Mann der Insel, wie auch Sie ein Mann der Insel sind. Ich schätze unsere Freundschaft, doch auch die Zufriedenheit unserer mir sehr am Herzen. Ich fürchte, man hat die Hände gebunden. Ihre Nachbarn vertreten die Auffassung, dass ich nicht in der Lage bin, durchzugreifen. Anzufordern, stattdessen versuchen. Sir William Sinclair, Gouverneur. Gouverneur. Und der ist jetzt mit den Elefanten Bahn gegangen. Ein Badeelefant. Wanna go for a swim? Kann ich denn? Nein. Zeigt mir ganz deutlich an. Nein, das kann ich nicht. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Aber ihr Lieben, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.